Wir gucken uns jetzt eure Rigs an. Wow, hier sind richtig viele drin. Ay, caramba. Oh, das wird geil. Da sind richtig schöne Rigs dabei. Zum Beispiel hat Julian sein Rig gepostet. Was hat Julian denn hier in sein Rig gebaut? Nee, wir müssen auf die andere Seite. Wir müssen nach hier unten. Julian hat sein Rig gepostet. Oh, Julian hat eine schöne kleine Ecke. Boah, das sieht richtig gemütlich aus. Kabelmanagement ist, naja, das lassen wir mal so durchgehen, wa? Das ist aber eine richtig schöne Ecke. Die ist nicht zu groß, nicht zu klein, passt da genau rein. Richtig geil. Boah, hier sogar Sony-Cam für die Schuhe. Hab ich nicht mal. Für die Füße meine ich. Was sind das für Pedale? Simmagic. Ach, hier unten kommt sogar noch ein Bild. Simmagic-Pedale sind das. Okay, interessant. Sind das die neuen? Nee, P2000. Aber sehr schönes Rig. Am Kabelmanagement können wir noch ein bisschen was machen. Da könnte man noch mal sich ein bisschen Mühe geben. Was ist das hier eigentlich? Ach so, das ist das Mischpult, das ist der Mixer. Schönes Setup. Schön noch mit der Handbremse und allem Pipapo, hat er alles dran. Boah, aber du, Julian muss Streamer sein, der hat gut Geld ausgegeben. Also der hat nur dicke Camps da dran hängen. Was ist denn das hier? Eine Sony Alpha Presonus Iris. Okay, okay. Was haben wir denn hier? Tobi Wankenobi, den kennt man noch. Ui, Tobi fährt Azitec. Schön mit Denso-Fleck dran. Nice. Das Forte Wheel hat er dran. Mohan-Handschuhe fährt er. Was haben wir denn hier an der Seite? Ach, das ist der Rechner. Ey, aber Leute, räumt doch mal eure Kabel auf. Wie sieht denn das aus, Alter? Kriegt ihr da nicht selber die Krise, wenn ihr da sitzt? Kriegt ihr da nicht selber die Krise, wenn ihr das seht? Das ist richtig. Oh, hier sind ja sogar extra... Ui, das geht? Das geht? Oh, das muss ich auch mal ausprobieren, ob ich die Dinger abbauen kann und neue ranmachen kann. Aber ich finde die Pedalplatte so geil, ne? Muss ich auch irgendwann mal machen. Ich mag meine nicht. Ich mag meine nicht mehr. So, was haben wir denn hier noch? Der PC? Oh, hier Klimaanlage ist auch am Stüssel. Azitec-Karton ist auch da. Was haben wir denn hier noch? Oh, richtig mit... Aber das ist ja auch schon so eine liegende Position, ne? Also das geht schon sehr weit nach hinten. Ich bin ja mehr so mittlerweile für gerade Positionen. Ach hier, guck. Das war das, was Tobi mir gesagt hat. Er musste von Track Racer musste er noch ein bisschen rumbasteln, dass die Halterung passt, ja. Schön, auch geil. Bezel Free Kit ist auch drin. Schick, schick. Das ist doch ein schönes Setup. Die Lampen, ah hier, das sind doch die Philips Hue Lampen, ne? Bestimmt für die Effekte beim Fahren. Das ist ein schönes Rig. Schön aufgeräumt. Schön aufgeräumt. Was haben wir denn hier? Andreas. Andreas hat ein sehr schönes Zimmer. Das kann man schon mal sagen. Andreas hat wirklich ein sehr schönes Zimmer. Ich mag das mit dem Holz, dass hier oben die Lampen drin sind. Kein Bezel Free Kit. Ist ja auch nicht zwingend notwendig. Das ist iRacing, oder? Nee, keine Ahnung, was das ist. Aber das sieht sehr schön aus. Oh, hier sogar mit Luft drin. Oh, die ganz geile Buttonbox hat er. Oh, schön, okay. Sieht auch geil aus. Denso Flag ist auch dran. Sehr viele Knöpfe. Ich weiß gar nicht, ob man so viele Knöpfe braucht. So eine Buttonbox ist schon was Feines, ne? So eine Buttonbox ist schon wirklich was Feines. Vielleicht finden wir ja noch raus. Alles klar? Hm? Ja, das ist... Warte mal, ist das ein Golfball? Das ist ein Golfball. Da spielt einer Golf. Okay, der Setup, der hat durchgespielt. Ich glaube, das ist Ems, wenn ich mich recht entsinne. Das müsste Ems sein. Also hier bei uns im Chat heißt der Ems. AMS. Kabelmanagement durchgespielt. Richtig, richtig clean und schön. Und ein ganz, ganz schöner Raum. Das sieht richtig, richtig schön aus. Richtig schön. Was haben wir hier? Das hätte ich ja auch gerne nochmal, so ein Starter, ne? Das finde ich geil. Wow, ist das ein schönes Setup. Oh, hier sogar mit Getränkeschlauch. Also wenn ich mich recht entsinne, hat Ems mal gesagt, hat Ems mal erzählt, dass er, ich glaube 50.000 oder so hat er dafür hingelegt. 50.000. Das ist ein sehr, sehr schönes Setup. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Setup. Das ist super aufgeräumt, total dunkel da drin. Das finde ich richtig schön. Guck mal, wie hier oben alles abgedunkelt wurde, dass da kein Licht reinkommt und nichts. Wow. Ein unglaublich schönes Setup. Also keine Ahnung, ob er das selber gebaut hat. Das weiß ich nicht. Ne? Kann ja sein, dass jemand da irgendwie zur Hilfe kam oder so. Aber das ist wirklich ein sehr schönes Setup. Das sieht ganz, ganz toll aus. Der Golfball, der holt mich ab. Ems spielt Golf. Sympathischer Mensch.
Puh, können wir das noch toppen heute? Hier ist nochmal von der Seite. Ey, das sind ja sogar die LG-Bildschirme, die ich hab. Das sind ja sogar die LG-Bildschirme. Tatsächlich. Haha, wir haben dieselben Bildschirme jetzt. Vielleicht komme ich ja irgendwann mal zu diesem Setup. Das ist krass. Wow. Inside the Devil. Was hat denn Inside the Devil? Oh, Inside the Devil. Eigentlich muss man sagen, schlicht, aber doch geil. Das mit dem Flex ist sehr schön, finde ich. Aber warte mal kurz. Ems hat leider nicht geschrieben, was er für Wheelbase fährt und so, ne? Nee, kann man leider auch nicht sehen. Na gut. Das ist auch ein sehr schönes Setup. Schön aufgeräumt. Das Geo-Dreieck, Alter. Das holt mich ja richtig ab. Das sieht ja richtig geil aus mit dem Geo-Dreieck. Aber hier ist das Kabelzeug auch aufgeräumt, würde ich sagen. Relativ aufgeräumt. Hier kann man das nochmal beim Fahren sehen. Ui, das ist so schön und clean und gerade alles. Hier kippt er, hier fällt auch der Monitor nicht weg. Schönes Setup. Das ist schön clean und aufgeräumt. Was haben wir denn hier? Noob Show. Die Tapete ist wild, findest du? Ich finde den Raum schön. Also hier lebt halt jemand. Ich möchte das nur nicht so lange zeigen. Obwohl, ja, ist ja scheißegal. Ist ja im Discord, weil Familienfoto und so. Das ist schick. Das ist wirklich schick. Noob Show. Was haben wir denn hier? Simocube Wheelbase? Ich würde sagen, hier hat jemand das Maximalste aus wenig Platz rausgeholt. Auch zwei Paar Handschuhe. Ist auch eine E-Plap dran. Stream Deck. Das ist auch schön. Das ist super, super einfach gehalten, schlicht. Ist geil. Fühl ich. Müsste auch ein Rechner betrieben sein, weil die Kabel gehen darüber, denke ich mal, dass das hier auf der Seite dann steht. Geil. Fühl ich. Das ist schön. Fragler. Oder Fragler. Oh, Fragler hat sich ein bisschen inspirieren lassen hier. Das sieht ein bisschen aus wie bei Pixel. Das McLaren Wheel ist eine CSL-DD. Jo. Du, nicht groß, aber geil. Man kann fahren. Was haben wir hier von oben nochmal? Oh, schöne Buttonbox mit UV. Oh, geil. Schön, schön. Ist auch eine Smart-Steckdose. Das ist so ein bisschen angehaucht von Pixel, glaube ich, ne? Mit der Wand hier von Ikea. Schön, ist geil. Gefällt mir gut. Ist auch DIY-Rig, würde ich sagen. So vom Zusammenbau her. Sieht ein bisschen danach aus. Haben wir noch eins? Ja, hier von der Seite nochmal. Ja, hier hängt dann alles dran. Was auch immer hier passiert. Ah, guck mal hier. Schön. Das Dash. Das ist doch top. Super einfach, zusammengeschustert in Anführungsstrichen. Marke Eigenbau, geil, gefällt mir. Das hier müsste SimHub sein. Sergeant McReady, das müsste SimHub sein, was da oben läuft. Was haben wir denn hier von Werner? Guck mal, Werner, och Mensch, Werner fährt im Wohnzimmer theoretisch Konsole, so wie das aussieht, ne? Ja, das ist doch mega geil. Schön alles aufgeräumt hier, ist auch geil. Oh, aber hier mit Boxen, da knallt's richtig, Junge. Oh, da vibriert's im Schlüpper. Da wird's wahrscheinlich vibrieren im Schlüpper, du. Das ist ja auch geil. Auch super simpel. Oh, aber ich... Oh, hier wurde nochmal umgestiegen, ne? Ja, hier wurde umgestiegen vom Wohnzimmer. Oh, die Buttonbox ist ja wirklich ganz, ganz schön. Oh, sowas hätte ich super gerne mit dem Anlasser. Ich finde das so geil. So ein Ding müsste ich mir auch irgendwann mal besorgen, wo Maus und Tastatur in einem drin ist. Das sieht sehr, sehr geil aus. Schön an der Heizung dran für den Winter. Du, Werner, er macht genauso Fotos wie ich. Einmal draufgedrückt und dann einfach weggehen. Oh, scheiße, war noch nicht fertig. Werner, wir verstehen uns. Das ist auch total geil. Fühle ich. Das feiere ich. Oh, was ist denn hier los? Das ist alles Ton, so wie es aussieht, wa? Oh, da ist jemand auf Asitec umgestiegen. Das Forte Bundle. Okay, cool. Ist das ein Bassshaker? Ja, ne? Oh, das ist ein Buttkicker. Sowas müsste ich ja auch irgendwann mal ausprobieren. Wow, sogar der Boden ist entkoppelt wegen der Vibration. Nee, das sind Bassshaker, oder? Nee, das sind Shaker. Das sind Bassshaker, oder? Ja, das sieht doch so aus, wie als wenn da Shaker drauf sind. Okay, was auch immer das macht. Oh, interessante Konstruktion. Das ist das Forte Bundle, ja. Mit Forte Wheel. Ah, okay, cool. Okay, gut zu wissen. Die getrennten Forte-Pedale. Okay, nice. Schönes Rig. Das gefällt mir auch. Und vor allen Dingen ist die Evolutionsstufe von ich bin mal im Wohnzimmer gefahren zu ich fahre jetzt am PC. Krass.